Ich wollte ja mal gucken. Hier sieht man es übrigens. Die neuen Seeds, die wir gekauft haben, die sind hier nicht mit drinne. Ha? Das heißt, es sind schon mal keine Seeds für die Felder. Es war nicht Sorgun. Sorgun hatten wir schon die ganze Zeit. Wir hatten noch die ganze Zeit für, da bin ich blöd. Ich gehe mal kontrollieren. Beetlewoods. Das war ja doppelt Beetlewoods quasi. Genau, das war auch Beetlewoods. Wir ändern das Feld hier. Und sagen hier mal das hier. Nee, wir sagen hier mal jetzt Sorgun. Ich will es nochmal sicher gehen. Ah, da haben wir es schon. Sorgun, seht ihr? Okay, wir haben das schon Sorgun. Das heißt, hier unten nehmen wir dann diese Parsnips. Und hier haben wir noch keine Parsnips. Also hatten wir das echt noch nicht? So, hier sind jetzt wieder... Ja, der Typ ist 31, aber das ist okay. Darin sieht man momentan, dass wir Häuser brauchen. Das Ding will ich eigentlich sogar upgraden, wenn ich ehrlich bin. Bevor wir das aber machen, bauen wir einfach ein zweites dahin. Lassen aber eins Platz. Genau, bauen ein zweites dahin. Dann können wir das hier nämlich gleich upgraden und dann später das hier. Damit hier auch ein größeres Lager landet. Warum baue ich hier jetzt mehrere Lager hin? Weil hier auch noch mehr kommt. Hier ist jetzt so ein bisschen die Nahrungsproduktionsstätte. Deswegen können hier auch mehr dieser Lagerhütten hin. Und dann passt das Ganze. So. Das Haus fertig. Wie gesagt, wir haben jetzt noch zwei Labore. Gerade eben hatten wir drei. Erklärt auch, warum ich da gerade niemand irgendwo hingeschickt habe. Einfach weil ich wusste, dass wieder Leute sterben. Und wir jetzt erstmal... Wir brauchen da oben eine größere Zahl. Bevor ich sage, hey, du arbeitest da, da mehr. Ha? Das geht gerade aktuell nicht. Und ich habe 22 Frames. Das sieht doch so schön aus. So, zoom einfach ran und dann hat sich das. Also ihr merkt, mein Rechner... ich habe, glaube ich, festgestellt... Also wir hatten mal festgestellt... Jetzt sind wir wieder bei 100. Wir hatten mal, glaube ich, festgestellt, dass... Das Problem, ich glaube, Bandicam war das Problem. Bandicam oder OBS war das Problem. Und ich glaube, wir hatten das sogar so weit festgestellt, dass es immer nur eins von... Also es, eins von beiden hat Probleme und immer nur, wenn beides zusammenläuft. Dann hat mein CPU einen Ausschlag. Also dann steht er wirklich auf 100%. Trotz 8 Kerne. Das heißt, jetzt steht er vielleicht irgendwo bei 11%. Ja, nehmen wir an, 11%. 17 vielleicht. Das verbraucht nichts, das Stream hier ist einfach so. So, und dann, ab gewissen Zeitpunkten, der Conor hat mir da mal Programme empfohlen und das war, haben wir rumprobiert wie sonst was. Und dann haben wir das beobachtet. Und dann hatte immer eins der Programme hatte einen richtig krassen hohen Ausschlag. Und das Problem habe ich jetzt wieder. Ja, deswegen, damit müsst ihr aber leben. Das hindert mich jetzt nicht am Aufnehmen, das ist mir völlig egal. Es ist trotzdem gut genug. Es gibt auf YouTube so krasse Streamer, die... Da habt ihr Qualität auf Doom. Da ist das hier mit so ein paar Frame-Tops echt noch... annehmbar. Muss man ganz klar so sagen. So, was ist, wer ist denn hier eingezogen? 26, 27, sehr gut. Auch schon ein bisschen zu alt, aber noch akzeptabel. Daran sieht man einfach, wie wichtig gerade Häuser sind. So, hier drüben sieht man hier, wir haben hier schon zwei Lager abgegradet. Das dritte wird hier folgen. Wenn die Arbeiter drüben das Lager fertig gebaut haben. Damit ich sicher sein kann, dass die das Lager machen. Und wie immer bei Banished heißt es warten. Ja, warten, bis was passiert. Kennen viele von euch. Conor kennt es auch. Man wartet auf Ereignisse. Jetzt zum Beispiel warten wir darauf, dass wir Nachwuchs bekommen, dass wir eine größere Bevölkerung bekommen, dass die Arbeiter fertig werden, die dann die neue Schmiede machen können, die neue Schneiderei. Dann warten wir darauf, dass Sand gebuddelt wird, damit wir da vorne endlich mal unsere Brickstones bekommen. 1823, das ist sehr, sehr gut. Hier, ich zeige euch das hier. Ja. Wir haben hier alles außer Sand. Schauen wir auf unser Sandvorrat. 22, ja, noch zu gering, deswegen starte ich das Bauprojekt noch nicht. Gut. Haben wir denn schon Federn? Wir haben jetzt hier Weeds, wir haben drüben Weeds.
Federn 10, das ist wenig. Federn 40, das ist auch wenig. Das heißt, wir starten noch nicht mit der anderen Kleidung. Schule ist auch noch nicht voll. Brauchen wir Teacher, Lehrer. Brauchen wir dann auch wieder. Schule muss aber auch einmal fertig gebaut werden. Das werden wir machen. Wir werden alles fertig bauen. Man muss es ja dann nur nicht in Betrieb nehmen. Das ist immer ein Unterschied zwischen fertig bauen und Betrieb nehmen. Wie die Felder hinten. Die sind fertig, werden nur nicht in Betrieb genommen. Und der Redibot hat uns verlassen. RIP Redibot. Ja, hat den Chat verlassen. Er mag uns nicht mehr. Redibot, es tut mir leid. Du kleine Made. Wird es jetzt sogar schon dem Bot zu langweilig? Ja, es wird dem Bot schon zu langweilig. Das hast du Nagel auf den Kopf getroffen. Perfekt. Ja. So, 30, das ist wieder so ein bisschen... Ah, aber die alte ist 23, von daher passt das. Jung und, ja. Nein, das sage ich jetzt nicht. Da wollte ich gerade was ganz Böses sagen. Also, nicht böse. Es wäre... Viele hätten es, glaube ich, als... Viele hätten es falsch aufgefasst, deswegen... Nein, das sagen wir nicht. So, wir bauen übrigens noch diese Häuser, weil... wir noch keinen Marktplatz haben. Am Marktplatz splittet sich das Ganze dann und wir werden andere Häuser bauen. Häuser, die man richtig krass upgraden kann. Vertraut mir da mal. Das wird dann richtig schön. Ah, da werdet ihr dann auch mal neue Looks sehen. Richtig geile Häuser. Wir machen noch 3 weitere. Dann schließt sich das hier ein bisschen Grüngürtel dann hier. Also hier so ganz wenig mit einem Brunnen. Ne, da haben wir schon einen Brunnen. Nochmal hier mit ein paar Bänke und sowas. Hier umzäunen das Ganze. Ne, wir umzäunen das nicht. Also immer hier ein paar Bäumchen und dann ein bisschen Grünzeug etc. Hier hinten, das umzäunen wir. Genau. Das geht dann hier auch weiter. Und hier dann noch, glaube ich, ein, zwei... Ich glaube, hier noch eine Häuserreihe. Genau, mit der Straße hier. Die Straße kann ich aber jetzt schon setzen. Das mache ich gerade mal. 4 Felder waren das immer, ne? Das heißt hier hin. Dann kann man die ganze Hütte hier. Kann man gerade mal gucken. Das geht bis hier vorne hin. Das ist ganz schön übertrieben. Und da spielen die ganzen Maden alle Fallout 4. Have fun. Auf Steam. So, was hier hinkommt, weiß ich noch überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, ob ich hier eine Häuserkette hinmache oder. Ich glaube, ich mache sogar hier fast die Stadt. Ja, doch, oder? Konto, mache ich das hier hin? Mache ich hier die große Stadtzentrale hin? Die wie heißt sie auf Englisch? Alter, komme ich nicht auf den englischen Namen. Ich komme gerade nicht auf den deutschen Namen. Die Stadthalle. Heißt sie doch, oder? Heißt sie nicht so? Stadthalle? Town Hall. So, ja. Ja, ich komme gerade nicht auf fucking Town, Alter. Ich komme nicht auf den englischen Stadtnamen. Boah, ist ja bloß schlimm, ey. Blamage. So. 48 Sand. Wie gesagt, ich glaube, die kommt da vorne hin. Ich überleg's mir noch. So, da ist wieder der Ausschlag der CPU. Ja, merkt ihr jetzt gerade nicht wirklich, weil ich gerade nichts mache und die Bewegung der Figuren so langsam ist. Bei ETS 2 hatte ich das Problem jetzt nicht. Das ist immer das Problem. So, und jetzt hat er sich wieder gefangen. Ich erkenne da auch Muster, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich erkenne Muster. Manchmal, wenn ich Bandicam starte, passiert nichts. Dann habe ich nicht einmal diesen Ausschlag dieser CPU. Und dann beende ich Bandicam, starte es quasi neu, also manuell die Aufnahme neu. Nicht, dass er quasi die Aufnahme schneidet, weil er beendet sie ja nicht wirklich, er schneidet sie ja quasi nur. Dann hat man das nicht. So, wenn ich das aber jetzt beende und ich starte dann die Aufnahme neu, dann starte ich sie ja neu. Also richtig neu. Und dann ist die Frage 50-50%. Läuft es? Oder habe ich wieder diese CPU-Spikes? Und jetzt gerade, bei ETS 2 hatte ich das nicht. Alles lief perfekt. Jetzt bei Banished habe ich diese CPU-Spikes. Ja. Deswegen bin ich froh, dass er am Stück aufnimmt und die Parts selber splittet. Weil wenn es mal gut läuft, dann habe ich meine Ruhe. Und wenn nicht, dann ist es halt ätzend. Und man könnte jetzt sagen, ja hier, beende doch jeden Part jetzt einzeln, bis sich das Ganze wieder fängt. Und dann lässt es durchlaufen. Ne. Ganz ehrlich, nein. Die paar Frame-Tops, das ist kein Weltuntergang. Ja, davon werdet ihr nicht sterben.
Und solange ihr davon nicht sterben werdet, ist alles perfekt. Ja, wir müssen hier kein Full HD 4K Video mit 300 Frames auf YouTube releasen. Da gibt es andere, die das machen, die verdienen dann auch Kohle dafür. Wir machen das just for fun. Und ich habe schon Qualitäten auf YouTube gesehen. Da ist das, ganz ehrlich, da ist das hier vollkommen in Ordnung. Ist wirklich so, Chrono. Ich habe mir mal ein Pokémon Blau Let's Play reingezogen. Da hat der Typ ein übelst schlechtes Mikro gehabt, hatte Rauschen und kein Ingame-Sound. Und das haben sich 300 Leute angesehen. Und zwar jeden Part. Ich habe mir dann angeguckt, ob die Aufrufe konstant sind. So, und die waren konstant. Und dagegen ist diese Qualität. Ha? Ihr versteht, was ich meine. Kommt halt immer drauf an, was für eine Fanbase man hat. Es gibt Leute, die schauen sich alles Mögliche an. Die unterirdischste Qualität. Oh, das ist schön. 21-22 ist delicious. Ha? Ich möchte hier wirklich niemanden kritisieren. Ja? Das kann jeder Videos machen in der Qualität, wie er will. Ich möchte nur diejenigen schon mal, ich sag mal, etwas vor. Also schon mal, ich möchte diejenigen beruhigen, die jetzt schon meinen, dass ich irgendwie hier voll die crappy Qualität abliefer. Ich kann sagen, dass ich meine Videos nicht nachträglich bearbeite. Ja, natürlich nicht. Warum? Der Aufwand macht ja keinen Sinn für mich. Bin ich bedeppert und render wieder wie früher Videos, die 3,5 Stunden brauchen, bin ja nicht geisteskrank. Chrono weiß noch, was ich damals gemacht habe. Ich habe halt realisiert, dass ich mir diesen Aufwand gar nicht machen muss. Ha? Den Aufwand können sich halt Leute gerne machen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich sage ja nichts dagegen. Das ist ja auch. Ich habe ja auch Leute abonniert, die halt sich die Mühe machen. Das macht Spaß zu gucken. Na? Aber da schauen dann auch ein paar 10.000 Leute zu. So, wo du dann denkst, okay, da könnte ich ja mal vielleicht ein bisschen auf Qualität achten. So. Ich mit meinen 3-4 Dudes aufrufen auf dem Video muss darauf nicht achten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Rohqualität, also die Rohdatei, zum Beispiel, ich bearbeite meine Videos ja nicht. Das bedeutet ja nicht, dass meine Videos automatisch schlecht sind. Eigentlich habe ich den H264-Codec wie jeder andere Depp. Ja? Außer die, die sogar für Codecs Geld ausgeben, die haben die neuere Version, weil den kann man ja wirklich schon kaufen. So, das sind dann die, die wahrscheinlich mit YouTube wirklich Geld verdienen. Ich habe bei meinen Einstellungen auf Bandicam 100% Qualität. So, und meine Dateien sind groß. Das heißt, ich lade die Rohdateien hoch. Also eigentlich wirklich gute Qualität. So, jetzt, wenn man nur auf die Qualität achtet. So, und Frames sind halt immer unterschiedlich, je nach Game. Weil halt mein Rechner begrenzt ist, so die Power. So, also ist quasi ein Video nicht zu rendern, nicht gleich schlecht. Eigentlich ist es sogar besser. Es sei denn, du renderst hochwertiger. Das heißt, du haust einen Filter rein, nimmst was weiß ich was für einen Render-Codec, ja. Das heißt, dass der quasi beim Rendervorgang richtig abgeht, wie eine Schmitzkatze, dass du quasi null Verlust hast, plus die verbesserte Qualität durch irgendeinen Filter oder irgendeinen Effekt. Dann Kantenglättung hier, weiß ich nicht, Schärfe hier, Kontrast hier, wisst ihr, was ich meine? Ja? Dann ist das Endvideo besser. Aber du brauchst auch den Rechner, der das rendern kann, in einer angenehmen Zeit. Oder du hast wie Kronk 3 PCs. Dann natürlich easy. Ha? Dann ist das kein Problem. Aber so als Hobbyzocker musst du halt so ein bisschen gucken, wie du es machen kannst. Und ich zocke eigentlich schon relativ wenig. Ich bin schon gar nicht dieser Hardcore-Zocker. Ich habe vorhin versucht zu zocken. Conno war dabei. Hab ein bisschen gemacht und hatte einfach keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Spaß. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe versucht und habe mir so gedacht, komm, back auf YouTube und wir ein bisschen Videos machen und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ja, und jetzt habe ich gerade wieder Lust zu zocken. Ist die Frage, wie lange es hält. Ja, kann sein, dass ich jetzt nach Bandicam, Spiel und Software bitte nicht verwechseln. Es kann ja gleich sein, dass ich einfach nach Bandicam gleich keinen Bock mehr habe. Das kann passieren. Okay, und jetzt haben wir ein Problem. Der Händler hat alles. Fuck you, Händler. Fuck you. Okay. Ich brauche erstmal die 12 Kühe, die ich mir nicht leisten kann. Wir nehmen 4 Kühe.
Ich hätte aber auch gerne die Kirschen. Ich hätte aber auch gerne die Chickens. Die geben mir nämlich Eier, Federn und Fleisch.